Prinzenrache hat angefangen. Und natürlich, Leute, möchte ich euch heute wieder das beste Deck für die Prinzenrache in Clash Royale vorstellen. Der neue Modus mit dem Prinzen. Und das Deck ist dieses hier. Wir haben die Wächter, wir haben die Hexe, wir haben die Mauerbrecher als zusätzliche Win Condition, die Pfeile und den Zap natürlich als Konter gegen Spam-Truppen, den Miner und den Mega-Ritter. Ich bin mir relativ sicher, dass das Deck sehr, sehr gut sein wird. Falls nicht, werde ich auf jeden Fall noch eine Sache ändern nach dem ersten Spiel. Aber wir schauen es erstmal an. Deswegen lohnt es sich definitiv dran zu bleiben. Und lasst natürlich gerne ein Abo da. Ihr verpasst in Zukunft keine weiteren Videos. Und ja, lohnt sich einfach. Einfach dranbleiben. Und ja, ich war ein bisschen krank, aber jetzt sind wir wieder back. Und wir wollen natürlich hier sehr, sehr viele Videos machen in nächster Zeit. Ja? Der Gegner spielt hier seine Feuerwerke dran. Okay. Können wir das zappen? Ich glaube, die Flugmaschine geht nicht ganz down, aber ist okay. Der Prinz ist geraged. Okay, interessant. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall einen geragten Prinz. Okay. Haben auf jeden Fall die Wächter, sind auch sehr, sehr gut. So, Grabstein, zum Beispiel eine Karte, an die ich nicht gedacht habe. Aber können wir auf jeden Fall auch reintun. Würde ich sagen, ist auch nicht verkehrt. Also Grabstein wird auf jeden Fall noch ins Deck kommen. Daran habe ich jetzt nicht wirklich gedacht. So. Setzen mal den MK, ist gut. Oh, der Prinz ist schon ganz schön aggressiv drauf, ne? Also, da habe ich nicht dran gedacht. Da ist er komplett am Ragen. Oh, okay, der wird jetzt sehr, sehr viel Damage machen. Boah, das ist ja geisteskrank. Er holt einfach den Turm. Hä? Naja, wir werden auf jeden Fall eine Änderung machen am Deck. So, King Tower ist aktiviert. Oh, der ist ja richtig heftig am Ragen. Ich weiß nicht, ob der, der Miner sich so lohnt. Ich glaube, wir hauen auf jeden Fall noch einen Grabstein rein. So, kommt hier noch unser MK. Gegner spielt einen Miner. Ich weiß nicht, warum er Miner und Schweinereiter in einem Deck spielt, aber ist okay. So, oh, der haut richtig schnell zu. Ist ja komplett krank. Aber er ist halt sehr, sehr schlecht gegen ja, Hexe und Spam halt einfach. Ich glaube auch Wächter sind sehr, sehr gut gegen ihn. So, wir gehen rein. Aber ich glaube, das Deck könnte so eigentlich sehr, sehr gut sein. Ja, das erste Game ist gewonnen. Ich würde sagen, wir ändern kurz unser Deck um. Mit Grabstein. Grabstein schon sehr, sehr wichtig sein wird. So, erstes Game easy W. Und wir machen hier auf jeden Fall einen Grabstein rein. Grabstein statt, ich würde statt dem Miner sagen, aber er ist auch wichtig. Ich würde sagen, wir stürmen trotzdem Miner raus. Wir gehen rein, zweites Spiel. Wir spielen gegen Maximus. Schauen wir, was er macht. Ich bin gerade ein bisschen verwundert, warum der Prinz nicht direkt am Anfang schon charged. Vielleicht wäre er dann zu broken. Jetzt mal gleich einen Grabstein rein. Okay, kann er machen, ist relativ egal. Sein Prinz wird keinen Value bekommen. Können das zappen. War eine relativ unnötige Offensive vom Gegner. Aber ihr werdet auch sehen, warum der MK wichtig wird im Deck. Weil MK ist sehr, sehr gut in Kombination mit dem Prinzen. Weil der Mega-Ritzer, der splasht halt alles weg und dann macht halt der Prinz dahinter, also die ganzen Spam-Truppen, die er spielt, bringen halt relativ wenig. Deswegen kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch sehr gut passen wird so. Ich glaube, wir probieren das jetzt auch mal gleich aus. Setzen gleich mal den MK hier. Schlechte Wächter.
Wenn der MK mal hier was machen würde. So, bitte MK, geh vor. Nee. Spielt die Barbaren. Sehr, sehr schlechter Barbaren. Er hat sehr, sehr viel Elixier verschwendet. Was natürlich sehr, sehr gut für uns ist. Ich spiele einfach an den Grabstein. Okay, er spielt hier seinen Skelly King. Spielen wir unsere Hexe. Ja, wir haben leider nicht den MK in der Hand. MK jetzt wäre richtig sehr, sehr nice. Muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben auf jeden Fall unseren Prinzen. Defensiv. Spielen wir den MK. Ich hoffe, der kommt vor. Ich hoffe, es kommt vor. Geh vor. Nee. Ja, gut. Er raged. Das kann er machen. Es ist egal. Es ist egal. Natürlich, er kriegt viel Schaden an unseren Truppen. Aber er wird nicht gewinnen. Er wird nicht gewinnen. Wir setzen mal den Zap. Ich will natürlich, dass die mal nicht ihn connecten. Dann setzt er seine Hexe. Okay. Setzen jetzt unseren MK. Er kann das natürlich gerne ragen. Dann kann er die Fähigkeit aktivieren. Ist relativ egal. Seine Truppen gehen down. Ja, es geht hier einfach in die Overtime. Jetzt wieder seine Kobold-Gang. Der Typ ist auch so ein absoluter Noob. So, jetzt hat er, glaube ich, einen Fehler gemacht. Jetzt können wir nicht auf der rechten Seite reingehen. Mit unserem MK. Können wir die Pfeile spielen. Nevermind. Er hat die Barbaren. Mann, das ist so nervig. Trotzdem eine gute Defense. Ja, gut, er hat gewonnen, glaube ich, oder? Er hat Rage. Reicht das zeitlich? Sollte zeitlich reichen, oder? Setz mal hier die Pfeile. Pfeile plus Zap. Reicht das? Nee, reicht nicht. Reicht nicht. Ist okay. Es ist egal. Ist egal, wir haben verloren. Ich muss mir nochmal Gedanken machen über das Deck. Ob das wirklich so passt. Eigentlich ist es nicht schlecht. Ich glaube, der Miner hat wirklich gefehlt. Es lag nicht am Grabstein, es lag am Miner. Weil wir haben nichts gehabt, um unsere Karten zu tanken. Auch MK, ich weiß nicht, ob MK gut ist. Ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber... auch die Hexe gefällt mir nicht irgendwie. Oder wir haben noch keine Karte gegen die Hexe. Die Gegner werden auch Hexe spielen. Vielleicht irgendwas mit Poison. Poison statt den... und dann Pfeile raus. Grabstein rein. Statt Zap spielen wir ein Kampfholz. Vielleicht funktioniert sowas besser. Weil wir halt nichts gegen die Hexe haben. Wir haben nie gegen was gegen die Hexe. Wir gehen mal so rein. Ich denke mal, so ist das Beste. Die beste Variante. Und jeder, der das Video komplett anschaut, hat natürlich den Vorteil, dass er das Deck sieht. Also jeder, der es nicht anschaut, hat halt Pech gehabt. So muss man es halt leider sagen. So, Wächter sind am Start. Wächter sind sehr gut. Können wir gleich beim Poison spielen. Und da sieht man auch, dass Poison sehr, sehr stark ist. Ja, Poison in Kombination. Das ist es halt. Es ist es einfach. That's it. Poison mit dem Prinzen. Das ist die Kombination, die wir gesucht haben. Wir haben sie gefunden. Und das nur nach 2 Spielen. Ja. Nach 2 Spielen habe ich schon die Kombination gefunden. Er spielt hier seinen Mini-Packer. Kann natürlich machen, juckt mich halt herzlich wenig. Er kriegt hier noch 2 Elixier raus. Ist relativ egal. So, er setzt wieder seinen Prinzen. Kann er machen, wir haben die Hexe. Was willst du jetzt machen? So, bin mal gespannt, was er jetzt machen will. Wir haben Prinzen, wir haben Grabstein. Was will er machen? Okay, er spielt Golem. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, aber...
Wir haben unseren Prinzen. Und wir können auf der linken Seite Druck machen. Ja. Das hat sehr sinnfrei hier irgendwie. Auch der Mini-Packer. Also ich weiß nicht, was der Gegner macht. Komplett loster Typ. Ja, natürlich trifft er meinen Turm, klar. So, das war eine sehr, sehr easy Defense. Wir gehen hier rein. Ich glaube, er hat aufgegeben. I take that every day of the week. Ja, wir haben das Deck gefunden. Und ja, das war's für das Video. Ihr seht es, der Prinz holt den Turm. Er wird immer wütender. Er wird immer, okay, er wird immer aggressiver. Umso länger er draufhaut, umso mehr Schaden macht er anscheinend. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Später kommt auf jeden Fall noch ein Video und ein paar Shorts. Deshalb lasst auf jeden Fall ein Like da. Danke, macht's gut, Leute. Ciao.